Hey Skat-Freunde, Zeit mal wieder für eine Skat-Story. Und zwar habe ich euch eine Nullpartie mitgebracht, die mir zugetragen wurde von keinem geringeren als Hartmut Seber. Ja, der ist euch sicher im Begriff als Rätselautor, als mehrfacher Skat-Masters-Gewinner. Und er sammelt halt auch diese schönen, außergewöhnlichen Partien, hat hier wieder ein Highlight der Sammlung hinzugefügt und hat es auch freizügig geteilt. Herzlichen Dank, Hartmut, dafür. Und ja, gerade weil es ein Nullspiel ist, was ja immer so ein bisschen im Verdacht ist, dass das taktisch nicht so besonders anspruchsvoll ist, dass das ein bisschen langweilig ist, dass man sich da auch als Alleinspieler nicht besonders auszeichnen kann und als Gegenspieler eigentlich auch die kniffligen Motive, die es da so gibt, an sich längst erzählt sind, ist das schön zu sehen, dass es auch in dem Bereich nochmal wieder was Neues gibt, was auch mir in 25 Jahren Skat so noch nicht über den Weg gelaufen ist dabei. So, nun aber hier zurück zu dem Spiel. War auf Euroskat bei der DSKV Online Meisterschaft. Spieler in Hinterhand, Mittelhand sagt 18, Vorhand ist weg, Spieler hier sagt 20 und ja, ist ja durchaus ein bisschen grenzwertig, aber auch wiederum vertretbar. Ich glaube, wenn man das Kinnback-Schema anwendet, um die Blattbewertung durchzuführen, wird man knapp beraten sein zu passen. Aber mit zwei Assen, mit der Chance, den fünften Trumpf in Pik zu finden, auch weil es mit dem Pik-Buben ja kein richtig teures Spiel ist, ist der Versuch sicher nicht strafbar. Spieler kommt also für 20 ran, nimmt auf, findet zwei Luschen, ist jetzt ja nicht unbedingt Weltklasse. Andererseits muss man sagen, zwei dunkle Luschen, die passen ja hier in das Spiel ganz gut hinein. Und jetzt wäre sicher auch der Fünftrümpfer-Pik möglich. Den könnte man sich ja auch sogar so sauber drücken. Dann sieht der fast aus wie ein Zehntrümpfer. Ne? Also geschlossene Beikarte. Aber das ist natürlich nicht ganz der Fall. Erstens, weil ein Kreuz auch eine potenzielle Lücke ist. Und zum anderen sieht er eben einfach dann doch ein bisschen stärker aus. Es fehlen halt beide Trumpfrollen. Es wird dann immer mit großer Sicherheit irgendwann die Kreuz 10 abgestochen. Man hat auch den Kreuz Buben nicht in der Hand. Also wie man jetzt hier 5 volle leicht einsammeln soll und das Spiel gewinnen soll, das ist gar nicht so ganz klar. Der sieht vielleicht ein bisschen stärker aus, als er ist. Von daher das Alternativspiel der 0 mit Karo Ass König durchaus nachvollziehbar, sage ich mal. Ne? Bisschen Geschmackssache. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, hättet ihr hier eher das Farbspiel getauft und wie gedrückt oder dann doch den Null. Wenn man Null spielt, ist, glaube ich, Karo Ass König drücken absolut richtig. Erstens habt ihr dann 2 in einer Farbe gedrückt, wo die Chance, dass Karo vor Herz rauskommt, ist sicher deswegen ein bisschen größer. Und zum anderen kann es ja auch nochmal passieren, dass aus Versehen in der ersten Herzrunde Herz König oder Ass auf dem Tisch liegt. So, der Null hat also durchaus, wenn wir davon so ein bisschen ausgehen, und das tust du ja als Skatspieler, dass man diese Schwäche in Kreuz, die ja nur gegen alle 4 Kreuz in einer Hand überhaupt eine Schwäche wird, und die Chance liegt ja unter 10%, dass man die so ein bisschen ignoriert, dann hat er ja eine bessere 50-50-Chance. Und so gesehen geht jetzt hier also der Null an den Start. So, Vorhand eröffnete die Partie mit Pik, ja, ich glaube, es war gar nicht das Ass, ich glaube, es war die 10. Pik 10, Abwurf, Herz, Ass. Dann einmal getaucht natürlich. Jetzt wenig überraschend kam auch noch Pik hinterher. Nochmal Pik, nochmal bedient, Herz Bube flog weg. Und auf den dritten Pik und damit den letzten Pik von Vorhand flog die Herz 10 weg. Natürlich sind wir nochmal untergeblieben und jetzt kommt ja eigentlich so der spannende Moment. Ne? Was ist denn jetzt? Kommt jetzt nun Herz oder kommt Karo? Und jawohl, es kam Karo auf den Tisch. Karo Bube, Karo Dame, kurz euer Auftritt. Ja, Herz-Dame oder doch vielleicht Kreuz-Ass. Naja, dadurch, dass die Partie hier auf dem Tisch liegt und ich überhaupt dieses Video mache, seid ihr vielleicht aufgewacht und wach genug und kommt auch darauf, dass Kreuz-Ass jetzt hier der Siegzug ist, oder habt ihr es auch aus dem Spielverlauf heraus direkt gesehen? Auch das schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall, Spieler warf Herz-Dame ab und verlor jetzt auf dem Kreuz-Ass. Und hatte aber eben tatsächlich die Chance, jetzt hier das Spiel zu gewinnen, indem er Kreuz Ass abwirft. Und die Frage ja so ein bisschen, Moment mal, war denn das nicht auch erkennbar? Ist nicht schon längst alles klar? Und die Antwort ist, ja, es war erkennbar, es war alles klar. Wir müssen an sich nur mal die einzelnen Puzzlestücke zusammenzählen. Da wird Pik aufgeschlagen, 3
Piken und der Spieler in Mittelhand, der 18 geboten hatte, hatte gar kein Pik, hat Herz Ass, Herz 10, Herz Bube abgeworfen. Wahrscheinlich hat er ja, wenn er eine Farbe gar nicht hat, 3, 4, 3. Und dann wird er beim 0 eine kürzere Farbe abschmeißen, in der er selber nicht die 7 oder 8 und 9 oder sowas hat. Ne? Klar, er kann auch nochmal 5er oder 6er Züge haben, die dann auch nicht unbedingt abgeworfen werden. Aber dass er Herz jetzt den Dreierzug abwirft und dass da jetzt kein Herz mehr ist, das ist ja relativ offensichtlich. Und dann ist jetzt eben noch die Frage, dann hat er vielleicht wirklich in den restlichen 7 Karten 4 Kreuz und 3 Karos oder 3 Kreuz und 4 Karos. Und wenn es eben 3 Kreuz und 4 Karos sind, dann wäre jetzt Abwurf Herz Dame eben wieder genau die Siegkarte, denn ansonsten könnte sehr wahrscheinlich auf Kreuz nochmal rübergespielt werden, wo gar nichts los ist, wenn er das Kreuz Ass abwirft, weil die sowieso 3-1 stehen und dann wird er eben doch noch auf der Herz Dame erlegt. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Aber was spricht eigentlich gegen diese Verteilung? Und entsprechend so sah die Verteilung dann auch im Original aus. Ja, dass eben Vorhand nicht den blanken Kreuz aufgeschlagen hat. Und das wäre ja beim 0 ganz plausibel und typisch. Und warum spielt der aus seiner längeren Farbe erstmal dreimal Pik und selbst dann in der vierten Karte nicht einen blanken Kreuz, wenn er ihn hat? Das kann an sich überhaupt nicht sein. Von daher logische und einzige Begründung. Der hat kein Kreuz, hier sitzen die vier Kreuz und deswegen hat der Spieler eben jetzt hier so ein bisschen die Chance gehabt, so eine seltene Partie, ja, für die Ewigkeit, für die Geschichtsbücher, zumindest vielleicht für die persönliche Historie zu spielen, das Ding jetzt zu lösen mit Abwurf Kreuz Ass und mit der Herz Dame quasi später kein Problem mehr zu haben. Es wäre zumindest so eine Partie, also wenn die mir unterkommt, das wäre eine von denen, die ich mir halt auch in 10 oder in 15 Jahren noch gemerkt hätte und die ich noch erzählen könnte. Na, ihr seht, auch so habe ich sie mir gemerkt, um sie euch direkt gleich zu erzählen.